Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs in Chicago, wo wir letzte Folge einer alten Bekannten, und zwar Damien Brinks, getroffen haben. Und wo wir heute, das habe ich euch versprochen und gesagt, mal ein bisschen Sightseeing-Tour machen. Da will ich mal ganz kurz gucken, wo wir am besten hinfahren. Achso, das City Games sind Herstellung, okay, Handyspiel. Nächster Auftrag, Geschäft. Ah, okay. Aber können wir eben hinfahren. Genau so. Sehenswürdigkeiten. OEL-Motel. Durch die Stadt hier von The Loop, oder wie die heißt. Heißt die The Loop? Ja, ne? Ich glaube schon. Parker Square, genau. Ne, The Loop war genau die andere Stadt. Wir fahren ein bisschen hier durch die Gegend. Sieht auf jeden Fall sehr, wie gesagt, sehr gut aus. Auch der Dreck an den Autos. Hier ist so ein kleiner Zug gerade unterwegs wahrscheinlich, oder ne, ein Güterbahnhof, so eine Art Güterbahnhof. Und ich weiß nicht, wo ich gerade hinfahre. Und in der letzten Folge haben wir gedacht, die Hauptmission ein bisschen gemacht, die danke für den Tipp. Oh. Komm mal ein bisschen hier. Machen. Und schauen wir doch mal das Ganze an hier. Was ist das denn hier? Jay's Garage. Okay. Jay's Garage ist das. Meine Fresse, die fahren mir zu langsam her. Ich hab die Schnauze voll. Doch, so geht das. So wird das gemacht. Oh, Entschuldigung. Oh, guck mal, hier sind Pizzeria, da kann man auch Pizza essen, bestimmt nicht, oder? Warte mal, mal gucken. Ah, okay. Ah, kannst du leider auch keine Pizza essen, ne? Schade. Verzeihung. Okay. Also hier kann man keine Pizza essen, schade. Schade, dass man hier keine Pizza essen kann. So ein bisschen realen Leben nachgehen. TDOS mobile Herausforderung. Ja, aber darauf habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich wollte ein bisschen durch die Stadt fahren hier. Können auch mal ein bisschen hier Dings fahren. Bisschen bisschen Straßenbahn fahren halt. Bisschen Straßenbahn können wir auch mal fahren hier in der Folge. Bis jetzt haben wir es ja nur gemacht, wo wir ein bisschen gejagt worden sind, aber so wirklich haben wir das noch nie gemacht. Gehen wir mal ein bisschen hier durch. Lol. Aber wir haben einen Tick so viel, dass man da einfach rübergehen kann, ohne dass man runterfällt.
Wer hätte eigentlich jetzt fest damit gerechnet, dass sie runterfallen? Mal schauen. Oder überall hinfährt. Ach so, guck mal. Jetzt halten wir schon mehr. Okay, da kommen immer sehr coole laute Durchsagen durch. Ja, wir machen heute mal ein bisschen, sagen wir mal, einen ruhigen Abend. Ein bisschen chilligen Abend. Guck mal, wir setzen uns hier, oder wir stehen hier im Führerhaus. Schauen wir mal ein bisschen nach hinten. Normalerweise müsste ja einmal da rumgehen, ja, aber wobei ich die Fahrt komplett auch nicht mitten erleben werde. Denke ich mal. Also ich werde irgendwann aussteigen. Das ist klar. Wir werden auch in die nächste Folge mal ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel werden wir auch mal neue Waffen kaufen. Und vielleicht, ja, ich denke mal auch neue Klamotten, wenn wir so viel Geld haben. Dass wir da auch ein bisschen neue Klamotten holen. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Erkannt. Kann man hier irgendwas auf der Karte lehnen? Nee, leider nicht. Steigen hier auch welche ein, sag mal. Oder aus. Das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich ein bisschen richtig cool, wenn man so wenn so Leute ein bisschen aussteigen oder einsteigen, gucken wir uns mal an, ob die das auch machen. Wir können aber noch weitergehen. Hier ist eine ordentliche Steuerkurve. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ja, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Eine Art U-Bahn. Aber es ist auch ein bisschen laut hier. Ja, jetzt geht's. Ach, guck mal, guckt euch das mal an. Die Loop C2S verbunden. Zahnrad über den See. Auch sehr schön. Und in der nächsten Folge machen wir, wie gesagt, ein bisschen shoppen. Also ein bisschen shoppen, neue Waffen kaufen und wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit ziehen, vielleicht nicht mehr, dann werden wir nachher noch eine zweite Folge machen. Oder auch ein bisschen, sag ich mal, durch die Stadt fahren. The Loop zum Beispiel können wir auch mal durchfahren, die sieht auch sehr schön aus, vor allem weil die S-Bahn hier, sag ich mal, darüber läuft, ne? Fährt um, achso, der hat geil. Loop. Ich kann ja gar nicht mal gucken, ob der überhaupt ein Endziel hat. Aber bis jetzt ist noch keiner einer ausgestiegen. Schade. Steakhouse. Eine scharfe Kurve hier. Oh nein, nein. Ja, habe ich keine Lust drauf gerade. Das werden wir auch auf jeden Fall mal machen, mal diese CTOS-Herausforderung. Vielleicht werde ich dann das mal in zwei Folgen in Angriff nehmen. Oder vielleicht schaffen wir es auch in der nächsten Folge. Aber ich würde mal ganz gerne gucken, ob der auch ein Endziel hat. Steigen wir ihn mal aus. Okay, da steht einfach nur an Loop. Ist da auch ein Fahrer drin? Jo, ist einer. Oh, jetzt kannst du weiterfahren. Dora ist closed. Oh, läuft bei ihm. Ich glaube, die nächste Fahrbahn haben wir wieder zurück.
Also steigen wir aus und fahren dann wieder zurück mit der S-Bahn. Der war vorher aber nicht hier, ne? Also da sind echt wohl ein paar eingestiegen, glaube ich. So. Wenn mich das nicht alles enttäuscht. Ach, guck, hier machen wir schon die nächste. Clock Lake. Doors open. Können wir mal gucken, ob wir ein bisschen. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich rübergehen. Was? Komm, den kriegen wir noch, Leute. Oh, muss man ja aufpassen, dass wir hier nicht umgenudelt werden. Aber sieht auch sehr hoch aus von den Texturen. Ist hinter uns einer? Nee. Warte mal. Von da kommt auch keiner, von da kommt auch keiner. Von vorne kommt nur jemand. Stopp! Stehen geblieben! Der fährt los. Ist doch scheiße. Nein, nun, dann warte ich hier. Ist ja auch in Ordnung. Clinton. Und wenn wir hier mal ein bisschen angucken. Alles. Okay. Sehe ich sehr viele. Am Bahn Schnellreise. Ich möchte ganz gerne wieder zurück. Wäre das möglich? Pass auf, er hat eine Knarre! Oh. Feature, Alter. So, lass mich mal rein hier. Freunde der Sonne, dann machen wir mal jetzt zurück. Da, wo wir hergekommen sind. Wir haben jetzt gerade Nacht. Ja, ne? Doors closing. So. Jo, es wird gerade echt dunkel in Chicago. Das ist echt so. Es wird gerade echt dunkel. Mal schauen. Dann kommen wir in den Mulan, das dauert noch ein bisschen. Ne? Jetzt kommen wir uns einfach in der S-Bahn entgegen, oder? Ja. Ich finde es auch sehr cool gemacht, so mit der S-Bahn zu fahren, macht eigentlich voll Spaß. Also, er ist halt nicht dauerhaft, aber mal ab und zu kann man das auch mal machen, finde ich. Das finde ich, geht eigentlich voll klar. Ein Gangversteck ist hier, Leute. Ein Gangversteck, aber wir fahren jetzt mal weiter, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Nochmal, machen wir auch erstmal, glaube ich. Für diese Folge einen Schluss, dann ist sie, sagen wir mal, 15 Minuten lang. Und so sollten die Folgen ja auch werden, da 15 bis 20 Minuten, aber nicht so wie eine halbe Stunde oder 40 Minuten, nur da haben wir da echt richtig dran gesessen haben. Aber das Spiel macht auch Spaß, muss man dazu halt eben auch sagen. Ne? Also das Spiel macht Spaß. Und das ist das Wichtigste, finde ich. Schauen wir uns mal hier ein bisschen die Gegend genau an. Er guckt schon auf die Uhr. Dann können wir mal gucken, ob wir hier jemanden hacken können. Autoversicherung oder hochgestuft. Berufliche Zahnhygieniker, Einkommen 61.000. Parkhaus-Quelle, wenn wir jetzt.
Golfunterricht. Postet regierungsfeindliche Reden. Sie besucht häufig SM-Clubs. Der Läufer hier, Lisa Palus. Läufer hier. Besucht Fetisch-Pornoseiten. Alter. Ein Drogenbesitzer verhaftet. Oh. Besucht Foreign Conventions. Was auch immer. Was auch immer das ist. Weißt du was, wir steigen jetzt mal aus und fahren mal in den Riss im Auto. Hör mal, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Die Nachrichten sind voll davon, von ihren Gesichtern. Ich glaube, er passt hier einfach nicht rein. Alter, das Auto ist ja noch richtig geil. Oh. Guck mal, hier ist ein Geldautomat. Ein bisschen Geld abheben. Ah, okay. Warte mal. Könnte ich denn am besten jetzt hinfahren? Wir fahren mal wieder zum Versteck und schlafen da mal. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Und jetzt geht der ruckzuck in unser Auto hier. Da. Boah. Ah, wir müssen Scheiße bauen hier. Ja. So. Und aussteigen und dann nachher hochrennen. Ah, wo geht's denn hoch? Wo geht's denn hoch? Wo geht's denn hoch? Hier, hier hoch. Hier muss doch irgendwo hochgehen. Da. Da, irgendwo geht's hoch. Was willst du denn von mir? So, dann müssen wir hier rein. Da, hier ist die Garderobe und hier ist Ausruhen. Ah, 6 Uhr. Ah, 6 Uhr. So. Schlafen. Und dann schön pennen. Und dann ist es auch immer hell in Chicago. Und der Wecker klingelt und Aiden Pierce steht auf. Und Aiden Pierce, wie hast du gut geschlafen? Als erstes auf den Handy gucken. Okay. Okay Leute, wie es weitergeht, seht ihr wie immer in den nächsten Folgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs. Schaltet wieder ein und wir sehen uns. Tschüss. Das ist auch die erste Sightseeing-Tour von Chicago fertig, wo wir ein bisschen mit der Straßenbahn gefahren sind. Und haben wir ein bisschen die Regen angeguckt haben, auch wenn wir nicht so weit weggefahren sind. Aber es war trotzdem cool, mal eine Mission oder irgendwas zu machen. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen Waffen kaufen und weiteres. Wir sehen uns. Tschüss.